Servus Leute, herzlich willkommen zurück in der Karriere von Project Cars. Wir haben letztes Mal den Clio Cup begonnen, sind da gleich mal auf Platz 1 gefahren, weil wir die Gegner uns etwas zu schwach eingestellt haben. Sind da relativ gemütlich mit 4,5 Sekunden ins Ziel gefahren und starten jetzt gleich ins zweite Rennen durch. Wir bekommen 34 Punkte, weil wir 32 Punkte für den Sieg bekommen und noch 2 für die schnellste Rennrunde, die wir da eben mal rausgehauen haben. Klares Wetter, unser Teamkollege ist wieder Zweiter, unser Setup wird wohl gespeichert sein, hoffe ich. Er bremst für mich, das finde ich sehr lieb. Wir sind im vierten Gang, jetzt sind wir im Rückwärtsgang. Jetzt. Green, green, green. Und einer ist jetzt abgestorben. Was ist jetzt los? Da habe ich wohl jetzt etwas verkackt am Start. Aber wir legen gleich mal los. Ja, letztes Rennen lief es ja relativ einwandfrei. Da sind wir direkt vorne weggefahren. Start, Zielsieg. Nichts Spektakuläres. Heute sieht es aus, als könnte was Größeres werden. Wieder 5 Runden. Ah, wollte man hier schon im Drift überholen. Hat aber nicht so hingehauen. Schauen wir mal, wo wir uns hier vorbeidrücken können. Das musst du dem Vordermann sagen, nicht mir. Weil doch, aktuell kleben wir, glaube ich, ein bisschen mehr am Vordermann als der Hintermann an uns. Schau mal hier reinbremsen. Nein, wir haben ihn zwar leicht berührt, aber wir sind nicht durchgekommen. Schauen wir mal, ob wir uns hier im Windschatten ranziehen können. Hoffen wir's. Und anbremsen nicht vergessen. Wunderbar vorbeigebremst. Überhaupt kein Thema. Linie verteidigen. Dritter Platz. So, jetzt haben wir. Ja, der Carlos Quedeves. Ist direkt vor uns. Und davor fährt Kevin McDonald, unser kleiner Teamkollege, der auch eine super Leistung hier abliefert. Unser Teamkollege im Dakar Championship war jetzt nicht so der Reißer. Ja, wir versuchen uns außenrum vorbei zu driften. Schauen wir, ob wir uns hier jetzt innen reinsetzen können. Sieht gut aus. Aber er wird noch innen sein. Ne, er ist nicht mehr innen. Wo ist der? Der Punkt zeigt, er ist noch neben mir. Ah, da ist er auch noch. Ah, jetzt hat er uns rausgeschossen. Ja, okay, wir waren aber auch schuld. So, jetzt hier Linie verteidigen nach hinten. Hat ganz gut funktioniert. Oh, wir müssen in die Box. Ja, okay, einfach mal rein. Dann machen wir das, was da gesagt wird. Schätze ich mal. Ich hatte jetzt nicht aufgepasst. Ich habe es auch nicht ganz überrissen, was wir jetzt beim Boxenstopp machen. Reifenwechsel, oder? Genau. Nur schnell neue Reifen drauf. Mal schauen, ob wir den anderen in der Box überholen können. Das wäre natürlich optimal. Es sieht nicht so aus, als würde einer vor uns losfahren. Hinter uns ist... Wer ist hinter uns? Ja, wir haben Carlos... Oh, rote Ampel. Okay. Wir haben ihn überholt in der Box. Sehr geil. Jetzt haben wir neue Reifen drauf. 3 Runden noch zu fahren. Das heißt, nur auf unseren Teamkollegen aufholen. So gut wie möglich. Also volle Kanne pushen. Und hier jetzt vorne gleich mal sauber einen raushauen. Wir haben 3 Sekunden Vorsprung. Das heißt, es läuft gerade aktuell ganz gut in der Runde.
Jetzt wird wahrscheinlich unser Teamkollege diese Runde in die Box fahren. Schätze ich mal. Mal gucken, sehen wir gleich auf der Karte. Ja, unser Teamkollege ist in der Box und er fährt schon wieder. Oder? Ne, er steht noch. Gut, er steht noch. Kein Thema. Fahren wir hier mal an allen vorbei. Oh nein, 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 davon fährt einer. Und es ist unser Teamkollege. Wir sind noch vorbeigekommen. Damit haben wir die Führung in der Boxengasse übernommen. Durch unseren Undercut. Gegen Kevin McDonald. Aber es sind noch zwei draußen. Martin Front ist noch 23 Sekunden vor uns. Und es wird ganz schön düster, merke ich gerade. Es wäre nicht gut. Jetzt müssen wir ja schauen, dass wir die vor uns einholen. Der Kevin kann ganz gut mitfahren. Hauptsache, er hat jetzt keine Position, also nur die Position gegen mich verloren und nicht hier gegen die anderen, gegen den Carlos und gegen den, keine Ahnung was das war, der im Project Cars Design. Das war jetzt eigentlich wichtig. Und wir fahren hier nochmal Bestzeit, so wie es aussieht. Und die zwei stehen noch in der Box, die stehen noch, gar kein Thema, fahren wir locker vorbei. Ich hoffe mal, dass jetzt unser Teamkollege hier auch noch locker durchkommt. Aber es dürfte funktioniert haben. Ja, Kevin McDonald ist auch durch. Wieder Doppelführung für unser Team. Wir haben noch eine Runde. 1,7 Sekunden Vorsprung. Sieht gut aus wieder für uns. Und dann werden wir uns mal die Gegner höher stellen. Na, das kann ja wohl nicht wahr sein. Naja, er kann ganz gut mitfahren, unser Teamkollege. Verliert zwar hier und da mal ein bisschen. Aber läuft sonst ganz gut. Oh. Ich bin hier vielleicht ein bisschen weit rausgekommen. You're leading by 3 seconds over second place. That's great. Keep pushing, keep the gap. Ja, in der Zielschikane sagst du mir das. Ich versuche die Führung zu behaupten. Die nächsten Runden. Und Finishline. Würde jetzt Gravel Cop sagen. Aber ich kann das nicht so cool wie er, deswegen lasse ich es einfach. Ja, 3,6 Sekunden Vorsprung. Ach, ich habe vorher vergessen, die Wiederholung zu speichern. Mist. Gut, dann haben wir wenigstens die Wiederholung hier. Weiter geht's. Wieder 34 Punkte, Kevin McDonald wieder 28, also unser Team dürfte auch relativ weit vorne sein. Qualifying Bestzeit, Rennbestzeit. Zweimal das gleiche Podium. Genau, dann haben wir jetzt 68 Punkte. Kevin McDonald 56, der Carlos Cuevas 50 Punkte, der Ville Huopana 42, genauso wie Joan Zabata und Laurent Le Livre hat 30 Punkte, genau wie Davide Rizzo. Sieht super aus für uns. Teamwertung ist scheißegal. Schau mal. Erster Rundenerfolg, als Stefan Kevin überholt. Stefan hat sich den Sieg mit einem überzeugenden Erfolg in Donington Park in National in Runde 1 von Renault Clio UK Cup erkämpft. Durch den Sieg rückt Lupi RP auf die erste Position von Valor Racing auf Position 1. Neben mir schafft es auch Kevin McDonald und Carlos Duarte Cuevas auf das Siegerpodest. Gut, schauen wir mal in die E-Mails noch. Adrian Boyston, hey Stefan, was für ein großartiger Sieg, den hast du dir verdient. Dankeschön. Gut, dann gehen wir direkt weiter im Kalender, würde ich sagen. Ja, keine Zeit verlieren. Genau, wo sind wir? Wir sind in Snedderton.
War ich, glaube ich, noch nie. Wir gehen mit den Gegnern hoch. Die Rundenzahl lassen wir gleich, weil die ist schön, konstant. Und auf geht's ins Training. 3,2 Kilometer, 8 Kurven. Ach doch, Snetterton, logisch, da waren wir ja schon. Unser Hippiebaum hier, unser freudiger Hippiebaum. Dann würde ich sagen, haben wir gleich mal einen raus. Komm, lass mich raus. Das ist die Vollgaskurve hier. Die wollen wir immer. Remember to take it easy on the outlap. Build up the temperatures before we start pushing. Jo. Mit dem Caterham doch so derbe versammelt haben immer. Die hier. Jetzt hier erstmal Temperatur in die. Nein, nicht weg. Nicht wegschmeißen. Oh. Überhol, komm. Also das ist vielleicht schon gewöhnungsbedürftig mit kalten Reifen. Ich meine, du kriegst sie auch nicht auf Temperatur, das ist ja das Tragische eigentlich. Nein, nicht überholen, nicht überholen. Ja. Ja, Kevin McDonald, dankeschön. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen an die Strecke gewöhnen. Ein bisschen fahrzeugtechnisch umgewöhnen. Letztes Mal sind wir die ja noch mit dem Caterham fahren. Ja, danke. Nächste Rundenzeit ungültig. Dann schauen wir einfach, was wir von der Rundenzeit fahren würden. Beziehungsweise schauen wir einfach, wie wir an unserem Teamkollegen dranbleiben können, weil der ist ja eh genauso gut wie wir. Ja, okay. Hier ist schon mal eine schöne Überholmöglichkeit. Theoretisch. Praktisch. Muss man halt mit einem leichten Schlag vom Gegner rechnen. Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte, ist es jetzt die Taste? Ja, es ist die Taste. Hier gehen wir mal in die Innereien von unserem Fahrzeug, würde ich sagen. Wir haben oben links die Telemetrie. Das ist ein sehr cooles Feature, da kann man die HUD umstellen. Also ich finde es sehr cool zumindest. Vor allem, wenn du hier so Setup-Optimierung machst und so. Du siehst einfach alles. Du siehst oben links die Telemetrie, wie ruhig das alles läuft. Du siehst die Drehzahlverhältnis. Ich schätze mal die Übersetzung vom Getriebe. Weil wenn ich schalte, ändert sie sich. Du siehst, wie stark ich bremse. Du siehst, wie stark ich Gas gebe. Kupplung sieht man in der Mitte, wenn ich sie betätigen würde. Tempo, Gang, Beschleunigung. Leistung, wie viel Leistung aktuell anliegt. Wo hat der Motor sein maximales Drehmoment? Du siehst einen G-Meter. Ja, was siehst du noch alles? Die Belastung von den Reifen siehst du. Du siehst deine Position, Gesamtzeit, Sitzungsbestleistung. Die Belastung von den Reifen. Du siehst die Temperatur. Du siehst die Temperatur. Ja, hier reinbremsen. Das funktioniert super. Man sieht die Bremstemperatur. Man sieht die Reifen. Was wird die Zahl unten sein? Ich weiß es nicht. Man sieht Anschlag, man sieht Federweg, man sieht Höhe, man sieht in welche Richtung der Reifen giert. Man sieht einfach alles. Das ist richtig cool. So kann man richtig geiles Setup einstellen. Weil du sofort siehst, blockiert die Bremse, was macht das alles? Wie gehen die Temperaturen hoch? Ist echt geil. Aber wir fahren trotzdem in der Einstellung und gehen jetzt auch ins Qualifying zum Ende der Sitzung. Jetzt benutze ich wieder die Maus, das ist ganz, ganz komisch teilweise, da greife ich einfach zur Maus. Und wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind auf Platz 20 gelandet mit keiner gezeiteten Runde. Sehr gut.
Dann gehen wir jetzt mit unseren eingestellten 11 Litern, oder? Ja, genau, 11 Litern auf Qualifying Jagd. Zwei Runden, steht da im Hintergrund ein A45 AMG. Es sah so aus, gell? Wenn es unser privates Auto ist, hätte ich nichts dagegen. So ein A45 mit seinem 2 Liter 360 PS Turbomotor. Also ein 2 Liter Vierzylinder Turbomotor mit 360 PS. So stimmt's ja. So, jetzt hier ganz vorsichtig. Immer erst die Reifen warm fahren. Bitte diesmal ohne Auto wegschmeißen. Weil es wird auf Dauer echt peinlich, wenn man sie jedes Mal wegwirft. Das sah doch jetzt schon mal besser aus. Ah, so. Jetzt hier ein bisschen Temperatur reinbekommen. Nicht viel schlenkern, weil sonst fliegen wir ab. Alles schon erlebt. Gut. Also wenn die schwarzen Striche unten rechts in der Anzeige vorhanden sind, fangen die Reifen an Grip zu haben und diese Schutzoberfläche von dem Reifen ist weg. Schon mal gut zu wissen. Und wenn sie grün sind, haben sie auch noch richtig Temperatur. Dann werden wir doch jetzt hier gleich mal Temperatur reinbringen, oder? Let's take pole, you can do it. Das können wir auch. Das werden wir auch. Hoffentlich. So wie es aussieht, fährt unser Teamkollege wieder direkt vor uns. Oder zumindest hier irgendwo in der Nähe. Jetzt hoffen wir, dass hier keiner rauskommt. Ach ne, die sind alle schon auf der Strecke. Gut, da war jetzt vielleicht der fünfte Gang angebracht gewesen. Müssen wir nächste Runde mal ausprobieren. Nein, jetzt kürzt mich ab. Gott sei Dank die Runde Zeit noch. Auch wenn jetzt nicht so geil sein wird. Aber sie zählt immerhin noch. Gut. Schauen wir, was wir hier so Topspeed kriegen mit der Kiste. Na, 190 schaffen wir auch. Wenn es noch ein bisschen länger geradeaus geht, fängt es zu regnen an. Bitte nicht. Dann müssen wir jetzt noch schnell eine Runde raushauen. Das sah jetzt gerade ganz komisch aus. Bevor wir hier den Grip verlieren. Aber es fängt zu regnen an. Und wie es regnen anfängt. Machen wir mal. Das müsste ich genau Scheibenwischer an. Da hauen wir jetzt hier mal schnell zwei Runden raus. Bitte lass Tops an. Jawohl. Das ist Bestleistung. Aktuell. So, jetzt müssen wir hier noch versuchen, noch eine Runde rauszuhauen. Schon passt der Bremspunkt nicht mehr. Aber wir sind nur 9000stel langsamer. An sich kein schlechter Wert. Jetzt fängt schon an aufzuspritzen, das heißt, wir haben Aquaplaning. Also mal ein bisschen vorsichtiger reinbremsen, vielleicht. Ja, jetzt merkt man schon, wie das Auto das Rutschen anfängt. Aber die Sonne scheint auch noch. Ist echt fies, das Wetter. So geil erwischt. Jetzt fängt es auch richtig Schitten an. Sieht man, wenn ich mal Scheibenwischer ausmache, wie viel es eigentlich regnet. Da sieht man nämlich ganz schnell mal gar nichts mehr. Wir sind noch mal eine Zeit gefahren. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie gut die war. Aber es ist auch egal, weil wir unsere zwei Runden abgespult haben und damit müssen wir leben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge in den beiden Rennen, würde ich sagen. Wir schauen jetzt nochmal kurz, wo wir rauskommen. Zum Ende der Sitzung. Wir simulieren mal ein bisschen was.
Jetzt sagt Zuschauen. Vielleicht nicht ausgerechnet bei uns. Wo ist denn unser Teamkollege? Schau mal dem zu. Na, wo ist er denn? Ist er noch gar nicht draußen oder was? Da ist Kevin McDonald. Letzter ist er. Kamera wechseln. Kamera? Kann ich nicht, oder was? Lass mich doch hier die Kamera umschalten. Na. Okay. So, schauen wir hier mal das Anzeigen aus. Jetzt springen wir wieder in unseren. Wie doof ist das denn? Komm jetzt hier nochmal raus? Ja, egal. Zum Ende der Sitzung springen. Und wir sind auf Pole mit 0,3 Sekunden Vorsprung. Genauso wollte ich das haben. Dann sehen wir uns nächste Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.